Wir sind in Woche 2 bei Home Delivery hier im Ars Electronica Center und es freut mich ganz besonders, dass man heute zusammen mit Armin Pilz einen Workshop vorstellen darf, den wir für Esero entwickelt haben. Esero ist seit 2016 bei uns am AEC beheimatet und es steht für European Space Education Resource Office. Was wir in diesem Büro machen, ist, wir bieten Lehrerinnen und Lehrerfortbildungen in ganz Österreich an, dieses Ziel haben, das Thema Weltraum in den Unterricht zu bringen, aber nicht so sehr, um jetzt sozusagen die nächsten Direktastronautinnen und Astronauten fit zu machen, sondern ganz generell, um das Thema Naturwissenschaft und Technik zu fördern. Und wir werden das Ars Electronica Center, oder wir werden nicht das Ars Electronica Center, wenn wir dabei nicht einen bisschen anderen Zugang haben. Bei uns heißt es ja nicht mehr STEM, sondern bei uns heißt es STEAM Education. Das steht für Science, Technology, Engineering, Arts und Mathematics. Und den Workshop Weltbilder von wissenschaftlicher Betrachtung und kreativer Umdeutung, den wir euch heute vorstellen, ist genau ein so ein wunderbares STEAM-Beispiel, wie wir von ganz anderen Gegenden heraus, nämlich aus der bildnerischen, aus der Kreativgestaltung, auch mit technischen Infrastruktur arbeiten kann. Der Workshop selber, Armin, sind ja in drei Teile geteilt. Es geht am Anfang darum, sich generell einfach einmal mit Satellitenbildern vertraut zu machen. Dann in weiterer Folge, wie komme ich denn zu Satellitenbildern? Und dann als drittes, wie verarbeite ich sie? Und da haben wir uns dann auch eine ganz, ganz spannende Technik rausgesehen. Wir beginnen aber damit, dass wir diese Bilder betrachten. Und wenn Sie diesen Workshop zu Hause selber mal machen möchten, habe ich da schon hinten unsere Esero-Homepage eingeblendet. Da gibt es erstens immer wieder die Termine, wo man das als Lehrerin, als Lehrer im Rahmen einer pädagogischen Hochschule lernen kann. Es gibt allerdings jetzt auch schon in Kürze, wird noch diese Woche online gehen, auch eine komplette Ressource, die sozusagen zusammen mit diesem Video sehr schön erläutert, diesen Workshop. Also da kann man das auch zu Hause machen und jederzeit sozusagen da zurückzufinden. Der erste Teil ist ja die so ein wenig angelehnt an die Visual Thinking Strategy, wenn du da gleich mal einhaken könntest. Ja, genau. Also die Visual Thinking Strategy, das ist eine Methodik, um sich mit diesen Bildwelten zu nähern. Es kommt ursprünglich aus Amerika, aus dem museumspädagogischen Bereich. Abigail Hughes, eine Kognitionspsychologin, hat sich damit auseinandergesetzt, wie denn Inhalte in Museen transportiert werden, beziehungsweise was bleibt denn überhaupt hängen dann bei den Museumsbesuchern. Und sie haben dann eigentlich ein sehr nüchternes Ergebnis gehabt aufgrund von Umfragen und haben sich dann überlegt, wie kann man denn diese Inhalte aufbereiten, sodass wirklich was hängen bleibt. Diese Methodik, auf die ich eingehen werde, hat sich dann so weit entwickelt, etabliert, dass sie auch in Schulen angewendet wird und auch erfolgreich umgesetzt wird. Wir haben sie dieser VTS-Technik angelehnt, wir haben sie experimentell da jetzt ausprobiert und haben sehr interessante Erfolge damit erzielt. Der Begriff Visual Thinking verrät das ja schon, also das ist visuelle Denken. Es geht um visuelle Denk-, Lese- und Kommunikationsfähigkeiten, die anhand von Bildmaterial sozusagen erarbeitet werden soll. Wir haben da jetzt also ein schönes Bild von, also es ist eine Satellitenaufnahme. Sie würden das wahrscheinlich da in einem ersten Blick gar nicht als Satellitenaufnahme erkennen. Es würde vielleicht eher wie irgendein modernes Kunstwerk ausschauen, eine abstrakte Malerei eventuell. Tatsächlich sind das Kreisberegnungsanlagen in einem Wüstengebiet in Saudi-Arabien. Aber in der Regel wissen die Workshop-Teilnehmer eigentlich gar nicht, um was es da jetzt wirklich geht. Also haben vielleicht eine Vorahnung, aber dass das ein Satellitenbild ist, weiß man nicht. Ja. Die VTS-Technik schlägt vor, dass man sich so ein Bild, egal welches Bild, einmal für eine Minute anschaut. Dass man es einfach einmal wirken lässt, damit man in unserer schnelllebigen Zeit, ist ja oft die Zeit zum Betrachten von Bildern nicht gegeben, einmal schauen, was kommen denn da für erste Gedanken hoch in an. Ja. Und da die Lehrperson erklärt nicht sofort, um was es sich da handelt. Es ist ein schülerzentriertes Diskussionsformat und die Schüler erarbeiten sich sozusagen dort die Inhalte. Man schaut es an, man fragt, also der Lehrperson oder dem Moderator in dem Fall, stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, um diesen Diskussionsprozess anzuregen. Das sind zum ersten einmal Fragen. Offene Fragen vor allem, nämlich was geht da vor in dem Bild? Ja, nicht was sieht man da in dem Bild, weil das würde implizieren, dass man vielleicht was wissen muss, dass man da etwas sagen kann, nein, sondern was geht da vor? Und da kann man eigentlich alles irgendwie von sich geben als Schüler. Die Frage oder die Antwort, der Output, der dann kommt, der soll dann nur mal
da soll quasi von dem Moderator angeregt werden, dass eine gewisse Beweisführung erfolgt. Also mit der zweiten Frage, was bringt dich dazu, dass du diese Aussage getroffen hast? Also warum ist da deine erste Intuition, was hat dich zu dieser ersten Intuition geführt? Das bietet dem Teilnehmer die Möglichkeit, sie darüber nochmal zu reflektieren. Was habe ich da, warum ist das eigentlich so? Und diese Begründung, das ist etwas, das man eigentlich als mündiger Bürger eigentlich überall brauchen kann, in jedem Unterrichtsfach. Ja. Das ist das Tolle an dieser Technik. Und wenn das dann geklappt hat, kann man mit einer dritten Frage dann fragen, ja, was passiert noch in dem Bild? Ja, weil das, was der eine gesagt hat, das muss ja nicht heißen, dass das die einzige Wahrheit ist von dem Bild. Es sind ja da verschiedene Interpretationsmöglichkeiten möglich. Und um das soll es auch gehen. Also die Lehrperson soll dann diese unterschiedlichen Beiträge auch paraphrasieren, also umschreiben, vielleicht in andere Worte kleidern, die Essenz irgendwo rauspicken und vielleicht gleiche Outputs miteinander verknüpfen und unterschiedliche auch in einem Kontext stellen. Das heißt, das macht man in Kleingruppen, in drei Leute, Schülerinnen und Schüler, die das vorher diskutieren? Man kann das dann auch fortlaufend, also vertiefender durchführen, wo man dann den Schülern auch noch Rechercheaufgaben gibt, wo sie sich dann irgendwie aufgrund von so einem Bild dann recherchieren, ja, Detailinfos einfach nur einhört und sie das versucht selber zu begründen. Genau. Und ihr leitet es dann quasi, oder in dem Workshop geht es ja dann, dass man dann schon langsam zu dem Thema Erdbeobachtung kommt. Ja? Das heißt, löst der Lehrer das dann selber eigentlich auf und sagt, ja, das ist ein Satellitenfoto und wir sehen da die Beregnungsanlagen im Infrarotbereich, oder ist das was die Schüler machen sollen? Ja, wir machen das, man muss sagen, in diesem Diskussionsformat, die meisten, wir kommen dann eigentlich schon ziemlich nahe an dem, was es da jetzt ist. Ja? Die klassische VTech-Technik, die nimmt davon Abstand, dass sie sagt, das ist jetzt das Richtige oder das Falsche, sondern es lässt einfach offen stehen. Aber wir müssen das natürlich aufklären, weil wir dann überleiten wollen zu dieser Erdbeobachtungsmethodik und welche Möglichkeiten es gibt, welche Farben da zum Beispiel sehen kann, weil wieso ist da jetzt rot zum Beispiel, das ist auch eine große Frage. Was hat das mit der Natur zu tun, wenn das was von der Erde sein soll? Ja. Wo das Felder sein soll. Da muss man trotzdem etwas erklären. Deswegen leiten wir dann über zu so einer kurzen Einführung, die dann Überblick gibt über das Ganze. Okay. Das heißt, das wäre natürlich eine tolle Sache, dass das der künstlerische Gestaltung zusammen mit dem Geografielehrerin zum Beispiel, der Geografie auch dann machen könnte, wo ich sage, oder mit sozusagen Bilder aus dem Atlas dann rauszunehmen und die zu verwenden dazu. Ja. Genau. Das kann man im fächerübergreifend auch gut einsetzen, diese Methodik. Das ist ja das Spannende dran. Genau. Du hast ja schon gesagt, Überleitung zum Thema Erdbeobachtung. Wir haben das als ein Beispiel. Dieses Beispielbild gibt es, wie gesagt, auch in der Ressource drinnen. Da kann man sozusagen das auch runterladen. Aber wie komme ich zu Satellitenbildern ganz generell? Das wäre sozusagen jetzt der zweite Teil des Workshops, den ich mache. Das Wunderbare, die ESA schaut ja hinaus. Wir sind die ESA, die sozusagen die Erde beobachtet in dem Bereich, stellt tagtäglich tonnenweise tausende Gigabyte an Daten zur Verfügung, die auch für Sie zu Hause für den Unterricht gestalt- und nutzbar sind. Und ich möchte jetzt nur ein paar sozusagen Beispiele zeigen. Es gibt ja auf einmal dieses Earth Observation Image of the Week aus Homepage. Man braucht nur auf die ESA-Homepage gehen und gibt sozusagen Image of the Week ein und kommt sozusagen schon auf eine gigantische Anzahl an spannenden Satellitenaufnahme der letzten Wochen. Das Schöne ist dabei, dass es natürlich, wenn ich sozusagen jetzt zufällig da auf dieses von Tromsø klicke, sozusagen auch genau nicht die Möglichkeit gibt, dass ich mir das Bild hochauflösend herunterlade, ja, immerhin 200 Megabyte schon, sondern es gibt auch natürlich auch eine genaue Beschreibung dazu, was ist auf dem Bild eigentlich zu sehen, wie ist es aufgemacht worden und wieso und warum sozusagen es spannend ist anzuschauen. Das ist sozusagen die eine Möglichkeit, wie ich zu Satellitenbildern komme. Eine weitere Möglichkeit ist, und die möchte ich jetzt ein bisschen detailreicher vorstellen, ist sozusagen zu ganz aktuellen Aufnahmen zu kommen und vielleicht von auch Bereichen, wo ich zu Hause bin. Dazu gibt es den sogenannten IO-Browser, auch im Bereich des Sentinels zur Verfügung gestellt. Und der hat die Möglichkeit, hier können Sie eigentlich grundsätzlich auf den gesamten Datenbestand des Sentinels-Programms zurückgreifen.
Und das Schöne ist, es gibt mittlerweile auch einen Education-Modus. Das heißt, Sie haben so auf der einen Seite wirklich das Experten-, das Spezialisten-Möglichkeit, auf alle einzelnen Satelliten mit allen Frequenzbändern zuzugreifen. Aber im Bereich Education, ich klicke sozusagen da rechts oben, ist dieser kleine Lehrerhut. Und wenn ich da sozusagen auf Education gehe, Sie sehen, das ganze Fenster ist um einiges kleiner geworden. Und es gibt dann jetzt mit diesem Dropdown-Feld schon die Möglichkeit, nach gewissen sozusagen spannenden und vor allem auch im Geografieunterricht und in anderen Bereichen natürlich relevanten Themen sozusagen ein bisschen das vorzuselektieren. Und ich bekomme dann sozusagen, der IO-Browser wählt man dann automatisch den richtigen Satelliten mit dem richtigen Frequenzband und so weiter aus. Wir haben uns jetzt als Aufgabe gesetzt, das letzte Satellitenfoto von Linz zu bekommen. Können wir ja dann in weiterer Folge dann denken. Relativ klar, wie immer sozusagen, Sie können sie entweder da herumbewegen, wie Sie es von Google Maps gewohnt sind. Man kann natürlich auch sozusagen einfach ein Adressfeld eingeben. Ich kriege jetzt einmal Linz davor ausgeschlagen, wenn wir mal ein bisschen anders sind. Beziehungsweise wir könnten ja ein bisschen da vielleicht noch das Salzkammer gut dazu nehmen, oder? Mit den Seen. Sehr ganz schön. Und ich würde jetzt einmal hergehen und sagen, wir nehmen jetzt einmal, nachdem wir zuerst ja schon das Infrarot gehabt haben, da geht es um das Thema Landwirtschaft, da geht es um das Thema Bewuchs, um Vegetation. Die zeigt sich nämlich im infraroten Bereich sehr, sehr schön. Und deswegen hat man quasi auch auf diesen Wüstenbewässerungsfeldern auch eben die bewachsenen und die Felder, wo gerade irgendwas angebaut wird, auch sehr, sehr schön in Rot gesehen. Wir wählen sozusagen jetzt der Agriculture, wird jetzt ausgewählt. Und eines der großen Probleme im Erdbeobachtungsbereich ist die Bewölkung, weil unser Planet halt zu großen Teil immer in Wolken gehüllt ist. Deswegen kann ich hier sozusagen in diesen Regler einstellen, ja, wie viel Prozent sollte maximal mit Wolken bedeckt sein. Wenn wir jetzt was Aktuelles anschauen, die letzten Wochen waren ja eh leider sehr, sehr trocken in Österreich, soll es jetzt kein Problem sein. Ich kann dann sozusagen da noch das Datum auswählen und sobald ich dann auf Search klicke, kriege ich sozusagen jede Menge Daten geliefert, sozusagen vom 8. Mai ist hier das Neueste, das diesem Bewölkungsgrad auch entspricht. Den sieht man dann auch immer, also da sind 33,91% mit Wolken bedeckt. Ich nehme jetzt einmal das, wo nur 3,5 drauf sind und sage, visualisieren wir das einmal und dann dauert es ein wenig und dann wird sozusagen automatisch dieses Satellitenbild jetzt hereingeladen und man sieht dann schon auf der linken Seite haben wir dann die Möglichkeit, eben auch diese verschiedenen Frequenzbänder auszuwählen. Und wenn wir ja gesagt haben, es geht um Vegetation, dann gibt es sozusagen ein passendes Farbband, das diesen Infrarotkanal auswählt. Und ist vielleicht jetzt in der Übersicht sozusagen, je dunkelroter etwas ist, desto mehr Vegetation ist auf dieser Stelle. Das heißt, man sieht da eigentlich noch sehr schön, vielleicht zoomen wir mal ein bisschen hinein hier so in unsere landwirtschaftlichen Gegenden, da in der Nähe von Machtrenk, sagen wir jetzt zum Beispiel. Also man kann da jetzt Oftering, man kann da sehr schön sozusagen die einzelnen Felder dann auch schon erkennen, auf denen, jetzt wann war das jetzt, das Bild war vom 8. Mai, wo vielleicht da jetzt nur Maispflanzen stehen, die sind jetzt momentan nur sehr, sehr klein. Also der Großteil dieser Fläche ist brach und auf den anderen Feldern, und die kann man dann wirklich schon fast jedes einzelne Feld detektieren, so, jetzt hat es Herz, ist komplett heruntergeladen, jetzt haben wir es ganz perfekt. Also man sieht jetzt wirklich die einzelnen schönen Felder da und eben vielleicht sind das die Maisfelder und die anderen eben wo, keine Ahnung, irgendeine Anreizen, Gerste, was auch immer da angebaut wird, was da drinnen ist. Bis hin zu im Prinzip, wenn ich jetzt so in eine Stadt natürlich oder in einen kleinen Ort wie Machtrenk hineinzoome, es dauert immer ein bisschen, bis das Satellitenbild geladen wird, weil es ja jetzt nicht optimiert ist auf schnelle Auslieferung, sondern auf wissenschaftlichen Bandbreite, dann kann man sozusagen wirklich auch da die einzelnen Häuser sehen mit den Gärten und wo sozusagen wirklich wer einen sehr bunten Garten hat oder wer sozusagen eher den Steingarten liebt, selbst das ist möglich. Experimentieren Sie und spielen Sie ruhig hier rum, es ist ganz, ganz spannend, auch zum Beispiel das Thema Feuer. Wie viel Waldbrände es tagtäglich auf der ganzen Welt gibt, ein Thema, das man gar nicht glaubt, wenn man es sozusagen gar nicht so bewusst hat. Und der Sentinel-Browser gibt Ihnen, also der EO-Browser gibt Ihnen genau die Möglichkeit, auf diese Satellitenbilder
Bilder live zuzugreifen. Das Bild könnte ich mal jetzt herunterladen. Es gibt da die Möglichkeit, wenn man sozusagen eine Zeitspanne eingibt, kann man sogar so gleich direkt im IO-Browser drinnen kleine Timelapse-Videos machen, wo es sozusagen einen Zeitverlauf gibt. Und da sind wir schon langsam schon wieder in der kreativen Gestaltung eigentlich, weil ich könnte das Bild jetzt ausdrucken, ich könnte es, weiß nicht, in Öl, in Wasserfarben malen, ich könnte eine Collage draus machen, ich könnte was auch immer als Basis verwenden. Wir haben uns eine Technik ausgesucht oder beziehungsweise Armin, du hast sie entdeckt, die ja sogar einen wissenschaftlichen Bezug hat, also einen astronomischen Bezug hat, weil sie auf den John Herschel zurückgeht. Genau, ja, der Entdecker bin ich leider nicht. Aber John Herschel, das ist eben das Spannende, der hat das Verfahren 1842 entdeckt. Das ist eine Art von ein vorfotografisches Verfahren. Es beruht auf einem Eisenblaudruck, sozusagen eine Eisenlösung wird da verwendet. Die kann ganz leicht selbst hergestellt werden. Das ist das Tolle an dieser Methode. Also Blaudruck, kennen Sie vielleicht, haben Sie sicher schon mal irgendwo gehört, bietet da tolle Möglichkeiten. Was man dafür braucht, sind erstens einmal die Chemikalien, die man sich zusammenmischt. Werde ich gleich noch darauf eingehen, wie das genau ausschaut. Man braucht Werkzeuge zum Auftragen, einen Bildträger und etwas, was man belichten möchte. Da, wenn Sie da mal genau herschauen, da sieht man jetzt eine Folie, die als negativ funktioniert hat und die Belichtung schaut dementsprechend so dann aus. Ja. Das ist jetzt auf Papier belichtet, man könnte das auch auf Stoffe oder andere Medien auftragen, das ist dann ganz egal, es muss nur die Chemikalie oben halten. Ich habe dann quasi, so wie auch bei der Filmbelichtung, bei der analogen Filmbelichtung, muss ich mir irgendwas zurecht schneidern sozusagen, dass ich dass ich rauflege auf diese Chemikalie und dass mir das Licht blockt. Weil es werden nur die Bereiche dann in der Belichtung blau, wo das UV-Licht quasi dazukommt. Ja. Wir haben da jetzt eben diese Satellitenbilder als Basis hergenommen und entweder könnte man da jetzt eine Aufnahme vom AO-Browser hernehmen, die man sich eben als runterlädt als Bild, dann in einem Bildbearbeitungsprogramm ihrer Wahl bearbeitet. Wichtig ist ja, dass man da das in Schwarz-Weiß umwandelt und dann den Farbwert also invertiert, also alles was schwarz ist weiß und was weiß ist schwarz macht, damit, weil das ja dann negativ ist und das wieder positiv belichtet werden soll. Im Workshop zerschneiden wir diese Folien, wir legen was drauf, wir zeichnen zusätzlich mit einem schwarzen Stift darauf und verändern auch diese Landschaft, die wir da sehen können. Wir wollen da quasi unter Anführungszeichen ein eigenes Weltbild kreieren. Das ist da die Idee. Ja. Und da kann man quasi da jetzt künstlerisch tätig werden. Du hast gesagt Chemikalien, das heißt, ich brauche den Chemieprofessor und den Sie kann mal dazu. Hat der das oder sind das hochgiftige Dinge, die sozusagen eigentlich Gegenteil. Für den Unterricht schwierig sind? Im Gegenteil, es sind ganz harmlose Chemikalien. Wir haben die da im Chemiefachhandel in einer großen Menge bestellt und man kommt irrsinnig lang damit aus. Ja. Das ist zum einen das Ammonium-Eisencitrat und das Kalium-Hexacyanoferrat. Das steht auch in der Bildungsressource drinnen. Ich habe es jetzt auswendig gelernt. Also genau, also da gibt es auch eine Anleitung dazu, ein Rezept. Sie finden auch im Internet mehrere unterschiedliche Rezepte. Wir haben da eines, das für uns ganz gut funktioniert hat, wo der Blauwert dann ganz prägnant geworden ist. Also mit dem haben wir gute Erfahrungen. Die Chemikalien, ich habe es auch da jetzt einmal herausgeleert. Eines ist dieses Grüne, das ist das Ammonium. Und Ammonium-Eisencitrat, das ist so eine grünliches, pulvrige Substanz. Und das andere ist so kristallin, das ist Kalium-Hexacyanoferrat. Von dem ist grundsätzlich ungefähr die Hälfte wie von dem, also 2 Gramm und 5 Gramm auf jeweils 25 Milliliter ergibt ein Fläschchen so in dieser Größe. Wo habe ich denn hingeschaut? Genau, ja, das sind jetzt 100 Milliliter, so. In dieser Richtung, ja, mit der doppelten Menge, 4 Milligramm und 10 Milligramm, kann man also ein Fläschchen füllen und da kann man mit eben einem Pinsel ganz, ganz viel solche Papiere einpinseln. Ja. Das hält sich dann auch im Kühlschrank 2 bis 3 Wochen,
Ich habe es ja schon länger mal gelagert gehabt. Ist das schon lichtsensitiv? Das ist schon lichtsensitiv, deswegen ist es in einer braunen Glasflasche drinnen, ja, damit sich das nicht belichtet. In der Regel empfiehlt sie die Sachen trotzdem dunkel zu lagern, dann hält es ein bisschen länger. Alternativ, wenn man es nicht zusammenwischen will, es gibt auch sozusagen im Fachhandel fertige Papiere, die sozusagen diese Beschichtung schon drauf haben. Sind also natürlich teurer. Ja. Sind teurer. Und genau. Wie du so gesagt hast, man kommt wirklich lang aus und es ist sehr, sehr simpel und macht auch mehr Spaß. Man kann sich aber, wenn man das Mischen nicht durchführen möchte, kann man sich ja schon fertig gemischte Lösungen kaufen, die man einfach nur mit zusammenmischt. Dann. Ja, das gibt es auch. Ja. Dann sagst du es mal, wie es... Genau, also ich habe jetzt hier ein unbelichtetes Papier. Also die ursprüngliche Farbe ist so ein Gelb-Grün, wie Sie da sehen. Und nach dem Belichtungsvorgang, beziehungsweise nach dem Wässern in einem Wasserbad, wird das Ganze dann so bläulich. Das machen wir jetzt. Ich habe jetzt hier eine Folie, wenn man da nochmal schaut, da sieht man auch ein tolles Ergebnis. Genau das werden wir jetzt nochmal noch machen. Wir legen das da drauf. Wählen Sie einen Ausschnitt, der uns gefällt. Dann ist es sehr empfehlenswert, eine Glasplatte zu verwenden, um die Folie dann auf dem Papier sozusagen so dicht wie möglich anzubringen. Denn auch wenn nur ein Millimeter Abstand von der Folie zum Papier vorhanden ist, dann gibt es da gewisse Unschärfe. Ja. Also wenn die schwarzen Teile ganz dicht aufliegen, dann wird das einfach ein schöneres Ergebnis. Zum Belichten haben wir da jetzt ein Gesichtssolarium, mit dem man das Ganze ein bisschen präziser steuern kann. Ja. Weil die Dauer der Belichtung, man könnte das Ganze auch bei Sonnenlicht durchführen, aber da ist man dann auf die jeweiligen Gegebenheiten halt dann angewiesen. Ja. Und es ist nicht immer schön, es leuchtet nicht immer die Sonne. Ja. Wenn man es zu Mittag jetzt bei strahlendem Sonnenschein belichten würde, dann würde man auch in diesen Wert hier ungefähr kommen. Also mit 4 bis 7 Minuten ist man da wahrscheinlich dabei, dass man ein gutes Ergebnis hat. Dadurch, dass das jetzt so nahe direkt an dem Objekt liegt, braucht man nur 2 Minuten. Also das ist relativ überschaubar. Da kommt man auch in einem Workshop, wenn da jetzt 12, 15 Personen das machen wollen, kommt man da super toll zusammen. Auch im Unterricht würde das gut eignen. Wenn man experimentiert man halt ein bisschen mehr, wenn man dann mit der Sonne rausgeht und man dann die Wolken, dann ist das nicht so ein planbares. Aber das ist ja Teil auch eines Prozesses. Ja. Ne? Es gibt, ich glaube, die größte Cyanotopie, das ist ein griechischer Künstler, der über 200 Meter lang ist. Der hat das auf dem Strand aufgelegt, eine riesige Matte, da haben sie Personen draufgelegt und das ist dann mehrere Minuten lang belichtet worden. Ja. Man kann das auch großflächiger machen und dann draußen durchführen. Ja. Das ist, da gibt es auf jeden Fall sehr viel Raum zum Experimentieren. Ja. Wenn das jetzt dann sozusagen fertig belichtet ist, was passiert dann als nächster Schritt? Da muss es gewässert werden, weil durch dieses Wässern wird das Ganze dann fixiert und es findet diese Reaktion statt, dass sie diese Eisenkristalle, also dass dieses Eisen quasi dieses Flüssige kristallisiert und fixiert bleibt. Ja. Und das erzeugt dann auch die blaue Farbe. Ne? Die blaue Farbe und das Waschen hat natürlich dann auch noch den... ist notwendig, damit man die nicht belichteten Teile, also die ja dann hell bleiben sollen, ja, dass da die Chemikalie rausgewaschen wird. Weil sonst würde das ja nachbelichten. Ja, genau. Und deswegen, weil man das Ganze dann immer wässern muss, ist es empfehlenswert, dass man da Papiere, also so handelsübliche Aquarellpapiere eignen sich da super. Ab 190 Gramm ist das überhaupt kein Problem. Das trocknet dann wieder schön. Ja. Du hast mir zuerst in der Vorbesprechung auch erzählt, ein Tipp ist, man soll das nicht daheim am Kopierer ausdrucken, sondern wirklich vielleicht in den Copyshop gehen. Ja. Wieso? Was ist da deine Erfahrung dabei? Das hat mit dem Schwarzwert zu tun, weil nur da im Copyshop, der kann den Schwarzwert so hoch drehen, damit es wirklich das Licht blockt. Ja. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass mit unserem Drucker das nicht gut funktioniert hat, weil das Licht trotzdem durchgekommen ist. Und dann war der Kontrast im Ergebnis einfach nicht so schön. Okay. Genau. Der Timer ist fertig. Wir können es sogar noch, es geht sich noch aus. Wir haben noch eine Minute, dass wir da noch live sind, um zu schauen. Genau. Nach dem Belichten dann hat das da so eine interessante, so gräulich, bläulich, grünliche Farbigkeit. Und durchs Einlegen in dieses Wasserbad passiert das eigentlich relativ schnell, dass es sich blau färbt. Wenn man das ein bisschen einsickern lässt ins Papier, dann kann man schon mit dem Finger ganz leicht über die hellen Stellen drüber gehen und die Chemikalie abwaschen.
Also es empfiehlt sich da jetzt ungefähr 2 Minuten, das im Wasserbad liegen zu lassen. Ich gebe es aber jetzt ein bisschen vorzeitig raus, damit wir den allerletzten Schritt noch schnell zeigen können. Der Blauwert ist jetzt eher so in Richtung Cyan, also ein bisschen ein gelbliches Blau. Man kann diesen Ton nur intensivieren. Ich habe jetzt da einen Blonde Spray. Es geht im Prinzip um das Wasserstoffperoxid, das da drinnen ist. Sie können sich das auch bei der Apotheke kaufen, in Tropfen quasi, in ein Wasserbad ein paar Tropfen rein und dann das in einem anderen Wasserbad nochmal baden oder eben diesen Spray, das ist ein bisschen geschickt, einfach draufsprühen und dann intensiviert sich der Farbton und er skippt ein bisschen in so einen Ultramarinton hinein. Also die Kontraste werden vor allem ganz, ganz stark verstärkt und es wird ein wirklich sehr, sehr schönes Bild. Ja, super, danke Armin nochmal für dass du diese wunderbare Technik der Cyanotopie gezeigt hast. Wie gesagt, das Ganze ist Teil dieses Workshops Weltbilder von wissenschaftlicher Betrachtung und kreativer Umdeutung. Es geht uns eigentlich nur darum, dass wir mal einen Spannungsbogen aufmachen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Man kann da natürlich jetzt beliebige Dinge machen, zerschneiden, herumkratzen, Dinge drauflegen. Nutzen Sie und lassen Sie sich Ihre Gedanken oder die Gedanken Ihrer Schülerinnen und Schüler freien Lauf. Und die Anleitung einerseits des Videos ist natürlich online, respektive auch die Ressource läuft oder steht in Kürze auf der Esero Homepage zur Verfügung, www.esero.at. Und in dem Sinne freuen wir uns, wenn es viele Nachahmerinnen und Nachahmer gibt. Wir freuen uns auch über Feedback natürlich, was hat funktioniert. Vielleicht sehen wir mal ein paar Beispiele, die reinkommen. Wäre toll. Und natürlich, wenn es Verbesserungsvorschläge gibt, auch herzlich gerne. Ansonsten freuen wir uns auf dieses Feedback und wünschen allen miteinander viel Erfolg mit der Erdbeobachtung, mit der Cyanotopie und vor allem mit der kreativen Auseinandersetzung dabei. Herzlichen Dank. Dankeschön.